Okay. Oh, wait a second. Da unten war ein W. Ach so, ja, das war. Ja, genau. Wo ich runtergehen kann, genau. Brüllender Streitkolben. Der sieht ja interessant aus. Vor allen Dingen so mega schräg. Bizarr irgendwie. Gefällt mir. Fügt Beute schweren Schaden zu und betäubt sie. Zusammengestellt von einem Amateur mit einer starken Abneigung gegen Münder. Mit einer starken Abneigung gegen Münder und klatscht dann deswegen ein Mund dahin. Stärke und Resonanz. Oh, beides D. Oh, ist der lahm. Holy moly. Und vor allen Dingen braucht er abartig viel Ausdauer offenbar. Jo. Abneigung gegen Münder und packt einen Mund rein. Ja, toll. Wow. Okay. Ich hätte gerade so interessant, aber ja, okay. Hm. Oh, ich mache ein bisschen mehr Schaden, merke ich gerade. Oh, den kann ich nicht so einsaugen. Okay. Dann gibt's nur bestimmte Wichte oder was? Gab's da irgendwas, wo man Gegner mit grauer Gesundheit einsaugen konnte? Ich weiß nicht mehr. Kunterbunte Perle. Ah, ist das hier zum Resetten, ne? Kann in einem Surrogate verwendet werden, um Jagdpunkte aus einer Eigenschaft zu extrahieren. Ah, ich bin auf der Seite jetzt hier. Aber... Oh. Ich muss nochmal nach oben. Ich dachte, dass da würde nach unten führen, wo ich jetzt gerade bin. Offenbar nicht. Herrlich anatomischer. Oh, ich bin so empört über meine abscheulichen Brüder. Wie können sie es wagen, jemand wie dich anzugreifen? Es ist nicht deine Schuld, dass sie deformiert und abstoßend sind. Lass uns gemeinsam diesen erbärmlichen Ort verlassen. Aber zuerst musst du an dem größten, hässlichen von allen vorbei. Zerbrich sein hässliches Gesicht. Meint er mich damit? Ich bin doof. Aus irgendeinem Grund kommen die Stacheln hier in der Mitte auf einmal anders. Sag mal!
Na geht doch, meine Güte, was war das Problem hier? Noch so eine Perle. What the fuck? Okay, jetzt kommt die Mitte irgendwie komplett anders raus. Bis zum... aber mit manchen Waffen komme ich dann nicht nach unten, okay? Da brauche ich dann wieder was anderes. Warum ist das hier? Zum Erschrecken oder... Falls man quasi hier diesen Gegner nicht besiegt hat? Okay, bin wieder hier. Super. Konnte ich da irgendwo hoch? Oh, hallo. Ah ne, da kann ich nicht hoch. Da kann ich, wenn dann höchstens nur runter. Das sieht aus wie eine Boss-Arena. Ah ja, hey, da haben wir einen Boss. Da haben wir einen Boss. Und ohne Scheiß, jetzt wo ich den Kopf hier gerade sehe, ne? Ich habe Warframe schon lange nicht mehr gespielt. Aber allein von dem bisschen, was ich da sehe, war ja zum Beispiel da so ein... Ist ja ein neuer Patch oder wie auch immer, neuer Content da... Man sieht da irgendwie so einen großen Kopf. Kann das sein, dass das hier so ein bisschen vom Grafikstil so ein bisschen ähnlich ist? Kommt mir irgendwie vor, als wäre Grime und Warframe so grafikmäßig irgendwie auf einem ähnlichen Niveau. Oh, die Nase ist abgefallen. Mach mal A. Amalgam. Au. Egal, der Weg war ja nicht weit. Ich hatte mir schon gedacht gehabt, vielleicht sollte ich da lieber mal eben kurz an dem Surrogate dran. Hat man den Boss gerade sehen können? Ist es übrigens interessant, dass hier... bereits Sachen kaputt sind. Muss ich den auch absaugen, oder? Ah, ich kann absaugen, okay.
Ich habe ein ungutes Gefühl bei dem Schild, was er da gerade hat. Ja, deswegen. Goddammit. Sauge ich dich mal ein, wa? Trauerbeer. Besiege das Amalgam. Ardor. Ardor erhöht die Menge an Masse, die von besiegten Feinden gewonnen wird, um bis zu 100%. Ardor wird durch das Vernichten oder Absorbieren von Beute gewonnen. Du verlierst Ardor, wenn du Schaden erleidest. Ein reger Appetit, ein Vorgeschmack auf mehr. Okay. Beutejagd abgeschlossen. Ah. Halte die Fähigkeit, Ardor zu sammeln. Der Himmel brach auf und der Atem zerstreute sich in alle Richtungen. Seine Gabe durchdrang die Welt und erfüllte sie mit Gedanken. Tief unten wurde die Grotte in eine Flüssigkeit getaucht, die das Einnisten des Atems in ihre Substanzen unterbrach. Die sich entwickelnden Formen wurden vom fließenden Strom von ihren wachsenden Seelen fortgetragen. Ihre kaum geformten Gestalten, bewohnt von den Seelen vieler, wurden vereint im Elend des alten Schmerzes. Also, deswegen sieht der so aus, wie er halt aussieht. Okay. Hat man dann dieses Amalgam immer wieder mal hören können im Hintergrund? Scheinbar, wa? Aber warte mal, ich soll jetzt nach oben? Ah, vielleicht gehe ich jetzt quasi einmal rundrum. Weil zum Geil sind die Clowns. Oh, Gemeißelter, sieh nur, was ich in der Zwischenzeit für dich gefunden habe. Mehr Anhänger, die dir dienen und sich in deiner Perfektion sonnen wollen. Dieser hier ist ein Felskopf. Er spricht nicht viel, aber wenn ich ihm sage, dass er etwas tun soll, tut er es in der Regel. Und das ist der andere Felskopf. Er spricht auch nicht viel, aber sieh mal, wie schön ich sein formloses Gesicht bemalt habe. Ich nenne sie Felsköpfe, weil ihre Köpfe irgendwie wie Felsen aussehen. Ich glaube aber nicht, dass sie das verstehen. Du musst auf dem Weg zum Palast sein. Dort sind auch all die anderen fein gearbeiteten Felsen. Es gibt eine Seilbahn in der Gesteinsader, die uns vom Himmelsbruch weg und dorthin bringen kann. Wenn ich mitkommen darf, verspreche ich dir, dass ich dir helfen werde. Du wirst schon sehen. Ich bleibe hier, um noch ein bisschen zu plündern. Bis später. Okay. Ah, wie kriege ich das Item? Bin da leider zu fett für. Komme ich denn da ran? Kannst du mal das holen? Oh. Gute Idee, diese fetten Köpfe würden dir als Material wahrscheinlich mehr nützen. What? Ah, okay. Meine ersten Anhänger. Und was mache ich als toller, guter Kultanführer? Ich bringe sie einfach um. Ah, okay, weiß. Aha. Okay.
Okay, da oben kann ich scheinbar nicht lang. Okay. Irgendwas zieht mich nach oben hin. Sollte ich nicht vielleicht schauen, nochmal nach da unten hinzugehen? Eventuell? Formlose Wüste. Verlorenes Gefäß. Wenn dein Gefäß zerstört wird, verlierst du den gesamten Ador und das verlorene Gefäß formt sich dort neu, wo es zerstört wurde. Wenn du das verlorene Gefäß zerstörst, wenn das verlorene Gefäß zerstörst, wird das aktuelle Gefäß geheilt und du erhältst die Hälfte deines verlorenen Ador zurück. Einmal verworfen kann es nicht mehr getragen werden und doch ist sein Fleisch noch von Wert. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal zu dem nächsten Surrogate hin und dann schaue ich mal, dass ich da unten hingehe, zu diesem Irrbau. Jetzt habe ich ja schon mein Surrogate gefunden. Okay. Kann ich da hin? Ah ja, kann ich. Ziemlich düster hier. Kann man hier mit die Lampe anmachen? Ist etwas verdammt dunkel hier. Oh hey, ich kann runter. Au. Sehe auf der anderen Seite das eine Item, wo ich nicht rankam. Kann ich den zurückschleudern? Das Gefühl, bei dem würde ich auch instant sterben. Naja, stimmt. Geht ja. Ja, oh, der macht aber doch ordentlich Damage, du. Nein! Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. God damn it! Ich erwarte immer dann sofort den Angriff. Okay, kann ich zurückschleudern. Das tat weh. Okay, was ist das für einer?
133 nur und dann macht er aber so einen abartigen Damage. Ehre, Junges. In der schummrigen Stille gebar der Atem schließlich neue Wesen, niederer als die, die zuerst im Bau entstanden. Der Atem ist endlich, seine Potenz schwindet, bald wird es keine Neugeborenen mehr geben. Sie können sowohl aus der Ferne als auch aus der Nähe angreifen, es liegt an dir, wo du dich ihnen stellst. Ich brauche nur einen von dem zu killen, okay. Das Abwehren gewährt eine zeitlich begrenzte stapelbare Schadenserhöhung, die verloren geht, wenn du Schaden erleidest. Ha. Huh. Okay. Da war noch so ein Dicken. Der ist aber eine Jagd. Der hält einiges aus. Au. Eine Irrklieve. Au. Er kann aber weit springen. Was macht die Waffe? Kann ich schon wieder nicht tragen, weil Stärke und Geschicklichkeit. Dreht sich zweimal und schließt mit einem dritten stärkeren Angriff ab. Was ist das eigentlich in der Mitte? Achso, abbrechen quasi. Okay. Cool. Schon irgendwie nett. Warte mal ganz kurz. Ist die Musik relativ okay von der Lautstärke her? Jetzt gerade ist zwar keine, weil man jetzt ja in so einer finsteren Höhle ist. Macht ihn ein klein wenig lauter. Wow. Okay. Nicht gerade ein Fan davon. Nein! Angepiekst wie so ein Luftballon. Müsste okay sein vom Sound, richtig? Vom Sound. Von der Lautstärke her. Vielleicht immer noch leiser als zuvor. Aber wie gesagt, das Game ist halt, das kann laut sein mit der Musik. Habe ich bemerkt beim Menü. Und da will ich nicht unbedingt ein Risiko eingehen, dass ich da auf MIR auf einmal Musik habe, die ganze Zeit in Ordnung ist, nur um dann den einen Moment zu haben, wo der Trommelfell aus dem Schädel gepustet wird. Au. What? Das hat mich noch getroffen?
Okay, das kann ich, wenn ich will, einfach blocken. Gut. Ich neige irgendwie dazu, dass ich das dann gar nicht mehr blocken will, weil ich dann ja nichts von habe. Aber gut, ich kann es ja immer noch blocken. Hier ist bestimmt irgendwas, wo man da hinten an das Item rankommen kann. Weiß der Geier nur was. Achso, genau, ich wollte zu diesem Irrbau. Kann mich ja jetzt leider nicht irgendwie durch die Gegend porten, da sollte ich lieber dann jetzt hingehen, weil sonst brauche ich eine halbe Ewigkeit, um wieder da hinten hinzukommen. Oder komme ich... Oh, der Typ ist ja weg. Sehe ich gerade. Der Typ ist weg. Okay, ich muss links runter, dann rechts, okay. So lang ist der Weg ja nicht, ne? Weil ich kann mich jetzt nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern, aber ich meine, man konnte sich früher oder später porten. Bei den Surrogates. Sicher bin ich mir aber halt gar nicht mehr, was das angeht. Wie gesagt, wo ich das gespielt hatte, da war noch gar kein DLC draußen. Es war irgendwann auf Epic und das habe ich, glaube ich, kostenlos bekommen gehabt. War das kostenlos oder hatte ich das geholt? Ich weiß es nicht mehr. War das Spiel vorher nur bei Epic? Und ist erst später dann bei Steam draufgekommen. Wenn dem so ist, dann habe ich das scheinbar wohl dann bei Epic geholt gehabt. Habe ich den ja auch voll. Was kriege ich dafür? Kehre ins Leben zurück, während du noch Atem übrig hast. Oh. Oh. Das ist... Wow. Das ist stark. Hey, bei mir geht gerade eine Supernova wieder. Echt jetzt Sonne? Weißt du, im Winter, da habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich da die wie heißt das Ding nochmal? Die Fliesen, genau, so eine Art Jalousie, nicht runtermache, auf weil quasi sonst die Scheiben beschlagen wie sonst was. Toll, dass ich mich selber unterbreche mit Trinken. Und die meiste Zeit ist es jetzt so eher ja, bewölkt, düster. Vor allen Dingen, weil er ja immer wieder am Regnen war. Und... jetzt auf einmal, da scheint die Sonne wieder aus dem Arsch. Ist halt blöd, weil dann wird hier alles halt schön hell auf einmal. Und hat einen gewissen rötlichen Ton vor allen Dingen wegen dem Vorhang. Au. Der ist ja der Damage. Okay. Oh nee, warte, ich bin wieder da oben. Oh. Ich hätte unten bei dem Surrogate mal eben kurz.
Ja, ich weiß, was ein verlorenes Gefäß ist. Ich hätte mal eben oben den Surrogate anknutschen sollen, damit ich da wieder respawn. Holy shit, werden die Flashbang gezündet!